Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und hier ist das versprochene Video zum Skillsystem von Escape from Tarkov. Die Entwickler haben vor kurzer Zeit das Skillsystem von Escape from Tarkov, ich möchte nicht sagen bekannt gegeben, zumindest schon mal einige Facetten davon bekannt gegeben und näher durchleuchtet, und ich möchte das mit euch mal zusammen durchgehen, vor allen Dingen, weil das meiste doch auf Englisch existiert und so kann ich euch das Ganze nochmal so ein bisschen auf Deutsch näher bringen, sodass das vielleicht alles auch mal ein bisschen verständlicher für euch ist. Die Entwickler sagen vorab aber schon mal, dass das Skillsystem ein wenig anders sein wird als die Skillsysteme, die wir bisher vielleicht in anderen Games gesehen haben. Die Skills sind unterteilt in Fertigkeitskategorien, und zwar erstmal in 5 Stück, und zwar in die körperlichen, in die praktischen, in die mentalen, in Kampf und in besondere Fertigkeiten. Wenn wir uns die Fertigkeiten hier angucken, dann sehen wir im Endeffekt eine Leiste. Die Leiste und die Zahlen geben im Endeffekt den Fortschritt des momentanen Skill-Levels wieder. Jetzt ist die Frage, wie level ich diese Fertigkeiten? Also das Leveln basiert halt auf dem Wiederholen der Aktion. Das soll heißen, dass wenn ihr zum Beispiel jemanden verbindet oder überhaupt euch selbst öfter verbindet und erste Hilfe leistet, dann zum Beispiel wird diese Fähigkeit damit gelevelt. Oder wenn ihr Sachen auseinandernehmt oder Sachen erforscht, Leichen durchsucht und so weiter, desto öfter ihr das tut, desto mehr levelt ihr gerade diese Fertigkeit, Fähigkeit, die darauf im Endeffekt zutrifft. Der Charakter verbessert sich also wirklich nur in den Fertigkeiten, die man vom eigenen Spielstil her auch nutzt. Das heißt, ihr habt ja gewisse Gewohnheiten, was ihr oft macht. Der eine ist mehr der Looter, der wirklich die Sachen und Objekte sucht, die vielleicht etwas versteckt sind. Und der andere ist mehr der Brachiale, der die Leute umbringt und Leichen fleddert bzw. plündert. Und dementsprechend wird sich das später natürlich auch auf dem Skill-Level widerspiegeln. Jedes erreichte Fertigkeiten-Level gibt dann einem die Möglichkeit, einen Skill unserer Wahl eine Stufe zu verbessern. Wir haben im Endeffekt unter jeder Fertigkeiten-Kategorie natürlich mehrere Skills. Leveln wir jetzt eine Fertigkeiten-Kategorie, dann können wir im Endeffekt uns einen Skill aus dieser Kategorie aussuchen, den wir damit dann einen Punkt anheben, beziehungsweise ein Skill-Level. Der Fähigkeitenfortschritt kann allerdings vergessen werden. Das heißt, wenn ihr diese Sachen nicht nutzt oder euren Stil so ein bisschen verändert und dadurch einige Sachen außer Acht lasst, wenn ihr zum Beispiel einfach das Looten langsam satt seid und einfach nicht mehr so oft an die entlegenen Orte geht, wo ihr die speziellen Kisten findet etc. oder Sachen plündert, dann wird diese Fähigkeit, dadurch, dass ihr sie halt nicht nutzt oder beziehungsweise die Tätigkeit nicht mehr ausführt, dann wird die langsam wieder zurückgehen. Und zwar von dem Level an bis zu dem Punkt, ihr in dem Moment diesen Skill gelevelt habt. Festgelegte Skills können allerdings nicht vergessen werden. Das heißt, die Erfahrungsstufe von dem Skill, den ihr bis dahin gelevelt hattet und der jetzt langsam vergessen wird, geht nur bis zu dem Punkt zurück, bis zu der Stufe, die ihr bereits erreicht habt. Das Wiederaufnehmen der Fähigkeit allerdings, die teilweise vergessen wurde, führt halt dazu, dass diese bis zu dem Punkt, an dem man die Fähigkeit nicht mehr ausgeführt hat, schneller wieder zurückerlangt werden kann. Das heißt, habt ihr einmal aufgehört damit, weil vielleicht, keine Ahnung, ihr einfach mal keinen Bock mehr hattet und das nur so eine Phase war und ihr nehmt es dann im Nachhinein wieder auf, kommt ihr wieder schneller zu diesem Skill-Level-Punkt hin, bei dem ihr im Endeffekt aufgehört habt, euren Skill ordentlich zu nutzen. Beim Erreichen der höchsten Stufe einer Fertigkeitenstufe oder Fähigkeitenstufe wird ein Elite-Skill-Level freigeschaltet, das besondere Vorteile und Eigenschaften bietet, die auf jeden Fall sehr stark sein werden, wie die Entwickler auf jeden Fall verlauten ließen. Dazu aber gleich mehr. Zwischen Jusek und Bier gibt es Unterschiede in den Fähigkeiten und Boni beim Start, sowie auch unterschiedliche besondere Fähigkeiten. Dazu gehe ich später noch etwas näher drauf ein, damit ihr dann auch beim Start überlegt, welcher Fraktion ihr euch anschließt. Hier ein paar Beispiele zu den Fähigkeiten. Hier haben wir einmal die Gesundheit. Diese Fähigkeit levelt man zum Beispiel für bessere Kraft, Ausdauer und Vitalität. Das bringt dann immer gewisse Vorteile, zum Beispiel verminderte Chance auf Brüche, also Knochenbrüche, verbesserte Erholungsgeschwindigkeit, reduzierten Energieverbrauch oder auch langsamer zu dehydrieren bzw. halt Wasser im Körper zu verlieren oder Nahrung. Der Elite-Skill, der freigeschaltet wird, wenn wir die Gesundheit auf den maximalen Wert gesteigert haben, gibt uns zum Beispiel einen kleinen Prozentsatz an Schadensabsorption oder Immunität gegen Vergiftung. Der nächste Punkt wäre dann einmal die Aufmerksamkeit. Diese Fähigkeit leveln wir zum Beispiel durch Untersuchen von Behältern, Leichen oder Zerlegen von Gegenständen sowie Durchlesen von Gebrauchsanweisungen. Das bringt Verbesserung der Geschwindigkeit vom Suchen nach Leichen oder Behältern und erhöht die Chance, seltene Beute zu finden. Der Elite-Skill hier bringt eine garantierte Instant-Suche nach Objekten und mehr Erfahrungspunkte durch das Plündern etc.
Als nächsten Punkt habe ich hier die Nahkampfwaffen. Diese Fähigkeit leveln wir, indem wir mit zum Beispiel einem Messer, Knüppel, was auch immer, erfolgreich zustechen oder zuschlagen. Das Leveln in diesem Bereich bringt mehr Schwungstärke für den Stich oder Schlag und kürzere Ausführzeit, sodass wir im Endeffekt natürlich die Schläge in Zukunft wesentlich schneller ausführen können und vor allen Dingen auch kräftiger. Der Elite-Skill hier wird die Chance sein, jemanden mit einem Schlag oder einem Stich zu töten, das heißt sowas wie One-Hit. Und die Chance, jemanden mit jeder Art von Hit zum Bluten zu bringen, sodass dieser natürlich dazu gezwungen ist, sich irgendwo zu verbinden und ihm auf lange Sicht ein deutliches Handicap verpasst. Bisher gibt es folgende Fähigkeiten. Die Liste ist allerdings noch nicht vollständig und wird immer weiter ausgearbeitet von den Entwicklern. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist zwar schon ein weiter Fortschritt und ziemlich weit ausgearbeitet, allerdings kommen dort immer noch mehr Sachen dazu und werden immer noch mehr perfektioniert. Gut, kommen wir einmal zum körperlichen Baum. Dort haben wir einmal die Ausdauer, die Stärke, die Vitalität, Gesundheit, Stressresistenz, Stoffwechsel und Immunität. Kommen wir zu den geistigen Fähigkeiten. Dort haben wir die Wahrnehmung, den Intellekt, die Aufmerksamkeit, Charisma und die Erinnerung. Jetzt kommen wir zu einem großen Reiter der Fähigkeiten, und zwar dem Kampfreiter. Dort haben wir einige Punkte, und zwar einmal Pistolen, Revolver, MPs, Sturmgewehre, Schrotflinten, DMRs, Scharfschützengewehre, LMGs, schwere Maschinengewehre, Underbarrel-Waffensysteme, Granatwerfer, Throwable-Waffen, Spezialwaffen, Nahkampfwaffen, Vorbereitung für die Aktion, Recoil-Kontrolle, Waffe wechseln und Fehlersuche. Als nächsten Fähigkeitenbaum haben wir die praktischen Fähigkeiten. Und zwar zählen hier auch viele Sachen dazu, unter anderem einmal das Versteigern, verdeckte Bewegung. Jetzt tut's mir leid, wenn ich das falsch übersetze, aber es ist bei Google Translator oder was auch immer Einkaufsbummel bei rausgekommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das richtig übersetzt wird. Ich kann es mir aber auch nicht direkt vorstellen. Ich denke mal, das wird irgendwas mit dem Wirtschaftssystem zu tun haben. Ja, keine Ahnung, dass wir wahrscheinlich in der Lage sind, keine Ahnung, besser zu handeln etc. Ja, dann haben wir noch grundlegende medizinische Hilfe. Bereich medizinische Hilfe allgemein, leichte Rüstung, schwere Rüstung, die Rüstungsverteilung, Standardwaffenänderungen, spezialisierten Waffenveränderungen, nächtliche Operationen, lautlose Operationen, saubere Geschäfte, Tauschen, Multilevel-Marketing, freier Handel, Aufgabenperformance, Schattenverbindungen, Auktionen, Schlossknacken, Suche, elektronisches Hacking, Trap-Platzierung, Minenlegen, Sprengkörper und Waffenhandling. Ich denke, ich muss jetzt auch nicht bei jedem Punkt großartig näher drauf eingehen. Ihr habt das gemerkt, ich habe das einfach mal runtergerattert, dass ihr das auch mal mit auf der Liste habt. Ich denke, ihr kennt das aus anderen Spielen schon und viele Sachen sind im Endeffekt auch selbsterklärend, wie im Endeffekt zum Beispiel Auktion oder Schlossknacken, dass dort natürlich eure Fähigkeiten denn in diesen Bereichen verbessert werden und ihr dort natürlich einige Vorzüge bzw. Vorteile erreichen könnt durch das Leveln dieser eben genannten halt Skills bzw. Fähigkeiten. Jetzt kommen wir zu den besonderen Fähigkeiten. Die besonderen Fähigkeiten bei den Beers sind einmal die AK-Waffensysteme, hohe Kaliberzahl, Assault Operations, die Grundstärke, die Autorität, also die Autorität NPCs gegenüber, denke ich mal, weil wir ja schon gehört haben, dass im Endeffekt man sich mit den NPCs oder Verkäufern gut stellen muss, damit sie im Endeffekt einem auch wirklich etwas verkaufen, beziehungsweise man mit diesen interagieren kann. Und dann haben wir immer noch das Zeroing, das Nullen der Waffe. Ja, was hier noch etwas kleiner wirkt, sind einmal die Spezialfähigkeiten oder beziehungsweise die besonderen Fähigkeiten der USEC. Dort haben wir einmal das Assault Rifle Weapon System, die totale Waffenmodifikation, Taktiken und das Verhandeln. Das klingt jetzt in erster Linie irgendwie nicht so krass und irgendwie nur weniger als das, was die Beers haben. Andererseits muss ich dazu sagen, dass wir natürlich einige Vorzüge haben, weil ich sag mal so, das Assault Rifle Weapon System dürftet ihr selbst kennen, auch aus anderen Spielen, was wir alles an die Waffe natürlich dran klatschen können, deswegen auch die totale Waffenmodifikation. Wir können im Endeffekt ja Grenade Launcher mit runterpacken und alle möglichen anderen Waffenmodifikationen, die uns wahrscheinlich einen ziemlich großen Vorteil gegenüber den Beers jetzt im Endeffekt geben werden, die ja nur auf ihre AK-Waffensysteme hauptsächlich zurückgreifen können und auf ihre hohen Kaliber, die wahrscheinlich dort wiederum Einbußen machen müssen, gerade was die Waffenmodifikation und die Vielfältigkeit der Waffenmodifikation angeht. Ja, ihr habt jetzt selbst schon anhand der Bilder natürlich auch gesehen, wie das denn im Endeffekt aufgebaut sein soll. Und ich hoffe, das hat jetzt auch ein wenig mit dem, was ich natürlich gerade erzählt habe,
in Verbindung mit den Bildern alles ein wenig Sinn für euch gemacht und ihr konntet das jetzt alles ein wenig besser zuordnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das sich im Endeffekt in-game machen wird und kann es natürlich kaum noch erwarten, dass die Alpha endlich losgeht und ich so ein bisschen was ausprobieren kann. Ich denke, euch geht es da genauso. Lasst es mir doch mal in den Comments, wie scharf ihr auf das Game seid. Ansonsten würde es mich natürlich auch interessieren, ob ihr soweit erstmal alles verstanden habt, was ich in diesem Video vermitteln wollte. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, wenn irgendwas unklar ist, was ich vielleicht beantworten kann, stellt eure Fragen einfach in den Kommentaren unten. Ich versuche da mein Bestes, um euch im Endeffekt dort ein wenig aufzuklären und die Erleuchtung näher zu bringen. Und ansonsten, liebe Freunde, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es der Fall war. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.